fuck, Alter? Was geht denn bei der ab, Junge? Moin moin, Freunde, willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel. Ich bin der Mangu und ich fahre auf einer KTM SMCR 96 von 2014. Und heute habe ich euch folgendes Thema mitgebracht. Ich wollte euch heute zeigen oder erklären, wie mein Sound-Setup funktioniert, wie ich vlogge vom Sound her. Ihr wisst ja schon, wie ich das mit der GoPro mache, mit der Kamera, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Ich verlinke das hier oben, dann könnt ihr das einmal abchecken, wie ich quasi meine Stimme aufnehme. Das möchte ich euch heute erklären. Und das ist auch gar nicht so unglaublich schwer eigentlich. Und zwar benutze ich dafür eigentlich nur ein Gerät. Ich habe das nicht mit der GoPro verbunden, sondern mache das tatsächlich extern. Es gibt auch Geräte, die man mit der GoPro verbinden kann, also Mikrofone. Aber ich habe das eben nicht so gemacht. So, ich mache es nämlich ein bisschen anders, weil es ist für mich einfach angenehmer, das extern zu nehmen, weil ich die Qualität halt auch besser finde. Und die angenehmste, also wirklich angenehmste Lösung wäre ja gewesen, dass ich das Ganze über Sena aufnehmen könnte. Aber ich glaube, der Sound vom Sena ist auch nicht so nice. Beziehungsweise, ich habe das 30K und damit geht das nicht. Also damit kann man keine Aufnahmen machen. Aber mit dem 10C, glaube ich, geht das. Oder 10C Pro heißt das, glaube ich. Damit soll es gehen. Ist aber nochmal ein Ticken teurer und ja, brauche ich halt nicht. Deswegen ist es auch günstiger quasi, statt dem Sena jetzt halt so ein extra Gerät zu holen. Was ich auch getan habe. Das Gerät blende ich euch einfach mal hier irgendwo ein. Das ist ein Sony UCD irgendwas, keine Ahnung. Und ich erkläre euch auch direkt mal die Einstellung. Und zwar ist es ganz wichtig, also wirklich meine Tipps zu dem Gerät. Es ist echt unnormal wichtig, dass ihr vor jeder Aufnahme oder vor jedem Mal, wenn ihr aufnehmt, folgende Sachen macht. Ihr überprüft. Ihr überprüft, dass das Diktiergerät auf die SD-Karte aufnimmt. Das ist einfach nur wirklich dreimal diesen Play-Button drücken, wenn ihr im Menü seid, weil das ist die erste Option, die man hat. Das müsst ihr auf jeden Fall machen. Immer überprüfen, dass ihr auf die SD-Karte aufnehmt. Weil wenn ihr die SD-Karte einmal rausnehmt, halt zum Exportieren der Dateien, dann kommt es mal vor. Dann kommt es mal vor, dass er wieder umspringt auf internen Speicher. Und der interne Speicher hat nur 2 GB, glaube ich. Das ist echt wenig. Und dann nimmt die, dann nimmt das Gerät nämlich nur irgendwie, ich weiß nicht, 2 Stunden auf maximal, falls ihr noch nichts drauf habt. Und dann, wenn ihr jetzt irgendwie 3 Stunden oder so rumfahrt, dann habt ihr halt verkackt, weil dann ist die letzte Stunde quasi nicht mehr drauf. Das ist halt ein bisschen scheiße. Deswegen immer darauf achten, immer auf SD-Karte aufnehmen. Mega, mega, mega wichtig. Zweite Sache, ich nehme das Ganze jetzt mit einem Lavalier auf. Ich habe auch alle Produkte bzw. Sachen, die ich benutze. Das ist auch keine Werbung oder so, sondern ich benutze sie halt wirklich einfach unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich benutze jetzt zu dem Diktiergerät ein Lavalier. Ein Lavalier ist einfach nichts anderes als ein Mikrofon mit so einem Kabel, was man sich halt irgendwo reinstecken kann. Ich habe das halt im Helm stecken, im Prinzip, oder dran gehängt. Und am Helm habe ich so eine kleine Schutzvorrichtung gebaut. Ich zeige euch das alles mal so in Fotos einfach, die blende ich einfach ein. Was quasi ein Lavalier ist, was der Helm ist, welches Diktiergerät ich benutze. Und dann mache ich auch noch Fotos von den verschiedenen Menüs, okay? Wichtig, wie gesagt, SD-Karte checken. Zweitens, ich benutze immer Lavalier. Drittens, auch sehr wichtig, ihr braucht einen Windschutz für den Lavalier. Also so ein Püschel, keine Ahnung wie das heißt. Ich glaube, das heißt tote Katze in umgangssprachlich irgendwie. Auf jeden Fall ein Püschel braucht ihr. Mit diesem Püschel könnt ihr nämlich Windgeräusche so ein bisschen vermeiden. Das ist jetzt so, dass dieser Puschel jetzt nicht alle Windgeräusche auf einmal killt. Also ihr könnt jetzt nicht irgendwie 200 km/h fahren und darauf hoffen, dass euch der Puschel irgendwie die Windgeräusche da rausfiltert. Aber der hilft auf jeden Fall und ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, den auch zu benutzen. Wichtig ist nur, den wirklich auch feste um das Mikrofon drumherum zu basteln.
dass da halt wirklich kein Wind reinkommt, sondern nur durch diesen Puschel der Wind quasi gefiltert wird. So, jetzt zu den Einstellungen. Auch da eine Sache, die mega, mega, mega wichtig ist. Das Gerät, was ich jetzt verwende, hat einen Modus, wo das Gerät WAV-Dateien aufnimmt. Und dieser heißt LPCM. Ihr müsst immer darauf achten, diesen Modus auszuwählen. Es kommt sehr oft vor, wenn ihr den Aufnahmemodus ändert an dem Mikrofon, also wenn ihr irgendwelche Änderungen macht, kann es sein, dass er die Aufnahmedatei, also das Dateiformat ändert. Das heißt, der benutzt quasi kein LPCM mehr, sondern irgendeine schlechte MP3-Datei. Da kommt es sehr oft vor, dass die Qualität der Datei übertrieben drunter leidet. Ihr könnt das einfach mal testen, wenn ihr das Gerät habt. Und ihr werdet dann merken, das klingt richtig scheiße. Also ich hatte das jetzt ein, zwei Mal am Anfang, wo ich das Gerät hatte. Und das war echt der totale Müll. Das würde ich niemals auf MP3 aufnehmen. Immer, immer, immer LPCM. Achtet da wirklich immer drauf, vor jeder Fahrt oder besser gesagt, vor jeder Aufnahme, nehmt in LPCM auf. Ich kann es echt nicht oft genug sagen, Leute. Leute, ich hab. Boah, sieht das geil aus. Heftig. Genau, also nehmt das auf jeden Fall in LPCM auf. Ultra wichtig, wirklich. Und achtet darauf, wenn ihr irgendwelche Modis umstellt, dass ihr das nochmal abcheckt. Weil wenn ihr das nicht tut und in MP3 aufnehmt, ärgert ihr euch am Ende so sehr darüber, dass der Sound scheiße ist. Wirklich. Zweite Sache, das Gerät, das ich jetzt verwende, pitcht automatisch. Okay, das ist, es hat Vor- und Nachteile. Ich gehe da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail. Vorteil ist auf jeden Fall, es ist einfacher zu bedienen. Was aber dabei wichtig ist, ist, ihr müsst diese Pitch Range, also diese Verstellung quasi. Wie cool ist das denn hier? Lol. Voll der nice Spot. Aber nur für Fußgänger. Aha, cool, aber sieht echt cool aus. Das sieht epic as fuck aus da hinten auf jeden Fall. Genau, das Pitch Level. Also, da müsst ihr wirklich sehr krass drauf achten, da das Mikrofon in eurem Helm drin ist, müsst ihr das Pitch Level auf Low einstellen. Und das macht ihr entweder, indem ihr, wenn ihr quasi das Lavalier an das Mikrofon ansteckt, auf der roten Klinkenseite, ist doch Klinke, oder? 3,5 mm Klinke? Ja, ich glaube, das heißt so. Das ist auf dem Mikrofon oben, sind zwei so ja, Stecker für halt Kopfhörer bzw. für Mikrofone. Da, wenn ihr das ins Rote reinsteckt, das Lavalier, weil es ja ein Mikrofon ist, so, also wenn ihr das Mikrofon reinsteckt, dann kommt automatisch ein Menü raus, wo ihr quasi wählen könnt, wie ihr das Mikrofon einstellen wollt. Da drückt ihr einmal runter und dann Play. Dann kommt ihr auf eine Einstellung, wo ihr einstellen könnt zwischen weit, mittel und nah. Da ist es wirklich extrem wichtig, dass ihr auf nah einstellt. Weil wenn ihr das nicht tut, dann wird das Mikrofon immer übersteuern. Weil der quasi die Sounds so aussucht, dass er halt wirklich viel weiter die Range nimmt. Und dadurch wird eure Stimme, weil ihr eben so nah am Mikrofon seid, mega übersteuern. Das Problem hatte ich gerade am Anfang meiner Videos. Das könnt ihr auch mal schauen, meine ersten Motovlogs. Da hört ihr, wie krass meine Stimme immer übersteuert. Und da ist es halt wirklich wichtig. Achtet darauf, dass ihr das Mikrofon auch richtig einstellt von der Range. Bedeutet, nicht zu weit, weil sonst kriegt ihr halt eben das Problem, dass das Mic übersteuert. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Ich meine, mein Reifen vorne ist ja eh schon im Arsch. Da können wir eh komplett drauf scheißen eigentlich.
Dankeschön! Wie nett. Er hat sogar bitte gesagt. Wow, wow, wow. Nice. Boah, sieht das cool aus. Whoop. Oh. So, ich habe meine Kamera natürlich nicht dabei, weil ich auch kein Backpack dabei habe. Aber vielleicht erinnern wir uns an unser Handy-Smartphone-Foto-Video. Wir können trotzdem mit dem Handy auch geile Fotos machen, Leute. Und das machen wir jetzt auch. Von daher, falls ihr das Video nicht kennt, checkt das auch gerne ab. Verlinke ich euch auch. Und wenn ich es nicht verlinkt habe, bitte in den Kommentaren darauf hinweisen, dass ich auch mache, weil kann sein, dass ich vergesse. Also, wo war ich nochmal? Thema LPCM, glaube ich. Also das ist ganz wichtig. Das immer abchecken vor jeder Aufnahme, wie auch halt das mit der SD-Karte, dass die da drauf aufnimmt. Wow, cool. Dann steht euch eigentlich immer viel im Weg. Danach müsst ihr nur noch auf das Helm-Setup achten, dass ihr das richtig settet, aber das zeige ich euch auch in einem Foto einfach, wie ich das gemacht habe. Super easy eigentlich. Und ja, dann könnt ihr eigentlich geile Motovlogs machen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch irgendwas vergessen habe oder nicht. Muss ich einfach mal abchecken. Aber ich glaube jetzt erstmal nicht. So, ja, ich glaube, das war's eigentlich. Also so ist mein Setup. Im Prinzip SD-Karte checken, wenn ihr das Gerät habt. LPCM checken. Checken, dass das Mikrofon auf nah eingestellt ist und nicht auf weit oder mittel. Und dann steht euch nichts mehr im Wege. Und ich hoffe natürlich, dass die Soundqualität, die ihr jetzt bei mir habt, dass ihr euch die jetzt mittlerweile auch gefällt. Hatte am Anfang schon viele Kommentare, wo es noch nicht so nice war, kann ich aber auch nachvollziehen, weil es auch nicht so nice war, halt wirklich. Und ich bin jetzt relativ zufrieden damit. Ich habe noch ein anderes Gerät, womit ich auch Vlogs aufnehmen kann und womit das Ganze auch funktioniert, aber es ist ein bisschen komplizierter. Deswegen ist das einfach die einfache Variante und auch die günstigere für gute Motovlog-Soundqualität, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich beantworte die euch liebend gern. Ansonsten könnt ihr gerne auch mal mein Instagram abchecken, wenn ihr wollt. Da seht ihr ein paar Bilder von meinem Bike, von mir, je nachdem, was ich mache. Vielleicht auch von meiner Parkour-Action, keine Ahnung. Wenn ihr da drauf Bock habt, immer gerne. Ich antworte auch gerne die PMs auf Instagram. Und sonst vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu teilen, zu liken. Das würde mich mega freuen. Support ist kein Mord. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Mangu. Bis dann. Ciao. Oh, geile Vibes, Alter. Gönnt euch die. Ich mache geile Mucke und let's go.